Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Transport Viewer 2. Wir sind hier gerade in Nicocino und schauen hier auf den Bahnhof. Da fährt gerade unser Westexpress weg. Voll beladen. Oh ja, voll beladen. Macht Gewinne. Und hier ist unsere neue S-Bahn, der Carlo. Ja, da bin ich ein bisschen besorgt, dass der auch wirklich genutzt wird hier. Er fährt zu einem Drittel leer, also das ist nicht so schön. Aktuell macht er noch, der macht noch Gewinne, aber weiß ich nicht, ob das auch so bleibt. Aber der fährt nicht besonders voll. Er hat auch eine ziemlich hohe Rate mit 500 Personen. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Mir ist gerade noch eine andere Möglichkeit eingefallen. Wir könnten doch sagen, da kommt der Westexpress, dass der Westexpress hier erlaubt ist, Leute rauszuwerfen. Also Leute dürfen aussteigen, aber nicht einsteigen, wenn der jetzt hier ankommt und weiterfährt nach Rom. Dann sind die angewiesen in Nicocino, dass die den Zug nehmen. Also diese S-Bahn, die gerade weggefahren ist. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einem Passagierzug verboten, dass da Leute ein- oder aussteigen dürfen. Oder so. Also der soll anhalten, damit die Leute, die von hier unten kommen, in Nicocino aussteigen dürfen. Aber er soll keine Leute einsteigen lassen dürfen. Das ist schon eine krasse Maßnahme, oder? Was haltet ihr davon? Und umgekehrt, die, die aus Rom kommen, dürfen die ja aussteigen. Ja, nein. Aussteigen dürfen sie nicht. Aber einsteigen dürfen Leute, die dann eben weiterfahren wollen, da hinten in das Hinterland. Ich würde sagen, das ist ein Versuch wert, oder? Sollen wir das mal probieren? Da werden die Leute, die halt hier jetzt schon stehen, ja, leider versickern, verhungern, keine Ahnung, was auch immer. Ich denke, wir probieren das mal. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ist schon eine krasse Maßnahme. Weiß ich auch nicht. Also in echt gäbe es das nicht, dass ein Zug anhält, oder? Wobei, doch, stimmt überhaupt nicht. Endhaltestelle. Bitte nicht einsteigen. Endhaltestelle oder sowas. Ja, gut, das ist nicht Endhaltestelle. Na, wie auch immer. Also ich werde das mal versuchen, so als Maßnahme den Zug zu entlasten und den anderen Zug zu fördern. Sinnvoll ist das, finde ich. Also, der kommt hier an mit Nummer 6. Oder? Ja, genau. Er kommt hier an mit Nummer 6. Und da darf er... Da dürfen sie aussteigen. Aber nicht laden. Ja, uff. Okay, und dann kommt er zurück aus Rom mit Nummer 8. Und da dürfen die Leute nicht aussteigen. Sondern nur einsteigen. Aha. Jetzt habe ich es wahrscheinlich genau falsch rum gemacht, oder? Also theoretisch, vielleicht stimmt das. Sie dürfen einsteigen. Okay, vielleicht stimmt das. Vielleicht hilft uns das, hier den Zug zu entlasten und dafür die S-Bahn ein bisschen zu fördern. Ja, genau. Okay, eine halbe Minute später sehe ich gerade, dass der Carlo wieder einläuft. Der ist echt schnell. Der hat einen riesen guten Takt. Der ist mit 115 Leuten beladen jetzt. Also in Rom sind anscheinend schon mehr Leute gestanden, die jetzt hier rüber wollten. Na gut, okay. Was hat denn der für Takt? 4 Minuten. Ja, gut. Das ist wirklich nicht schlecht. Mal gucken, ob das hier wirkt. 46 Leute. Ja gut, wir werden sehen. Dann werfen wir kurz einen Blick auf unseren Alessandro, der zwischen Zurigo und Carpignano pendelt. Und der jetzt erstmals wohl seine Höchstgeschwindigkeit ausfahren kann. Sollen wir mal kurz einsteigen? Bin gespannt, wie viel der schafft. Also die 200 hat er auf jeden Fall geknackt. Geldmäßig müssen wir mal gucken, wie der sich so macht. Aber der hat eine besorgniserregend geringe Kapazität mit 72 Leuten nur. Also mal schauen. Kann sein, dass der tatsächlich auf die 250 kommt, oder? Wow! Okay, da müssen wir schon mal kurz gucken, die Leute. Das ist wichtig. 230! Jetzt. Oh, jetzt kommen wir an die Stelle, die wir letztes Mal am Ende noch aufgeteilt haben. Und da rauscht er vorbei mit 240. Oh. Komm, gib Gas, du schaffst das! Nein. Oh, fast. Er kam auf 243, glaube ich. Fast. Noch 7 km/h. Dann hätte er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht gehabt. Aber ich bin glücklich. Also, das ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ah, und da geht es jetzt rein in die Stadt. Ah, es ist toll. Ich glaube, wir fahren noch kurz bis zum Bahnhof. Ich würde das gerne sehen. Macht einfach Spaß hier. Und ich mag den Zug. Der hat so ein beruhigendes Brummen. Ah, es ist schön. Ich freue mich, dass die Map so schön sich entwickelt hat. Es ist so viel los. Es gibt so viele Gleise, so viele Züge. Ah, das ist einfach toll. Es ist viel Arbeit, das zu verwalten. Ihr wisst das. Aber es macht einfach Spaß.
So, bescheidene 60 km/h. Boah, dieses Berg im Hintergrund, unglaublich. Da rollt er rein. Jetzt wüsste ich gerne. Boah! Da stehen schon 3, 4 Leute. Jetzt wüsste ich gerne, wie viel Geld er bekommt für diese schnelle Fahrt. Ich denke, wir rollen mal noch kurz mit und dann steigen wir aber rechtzeitig aus, um zu gucken, wie viel Geld das gibt. Mann! Tolle Einfahrt hier, oder? Wow, liebe Leute, hier sind wir in der Großstadt angekommen. Tolle, tolle Einfahrt. Wow. Okay, so, halt, stopp, das reicht. Wie viel gibst du uns? 3 Millionen. Okay, das ist fein. Insgesamt müssen wir mal gucken, ob die Linie sich gut trägt hier. Dadurch, dass wir dem jetzt eine Schnellstrecke verpasst haben, dürfte das eigentlich ganz gut klappen. So, wen haben wir hier? Die Valeria kommt an, mit Ölsand beladen und gibt uns 6,66 Millionen. Boah. Halt, halt, halt. Was? Ah, da, genau, jetzt fährt sie wieder weiter. Erinnert euch vielleicht, die Valeria ist der Zug, der die Strecke ersetzt, die früher lange Zeit von Kutschen bedient wurde. Wir haben ja damals Kutschenfahren gehabt, weil wir uns keine Züge leisten könnten bis hierher. Moment mal, Valeria. Madame, was ist hier los? Ein Zug? Rate 424. Passt eigentlich. Der gibt nicht mehr raus. Aktuell, interessanterweise. Nur ein Zug. Das ist natürlich ein bisschen wenig irgendwie. Aber gut, anscheinend funktioniert's. Dann lassen wir das mal. So, liebe Leute, heute ist Espresso-Bohnenzeit. Heute kümmern wir uns endlich um die Espresso-Bohne hier. Also, wir brauchen erstmal einen Hafen hier in Fastenatasi. Den machen wir hier hin, würde ich sagen. Wow. Hier stehen aber auch Leute rum. Oh, wir haben auch noch keinen Whisky hier. Rum. Das ist kein Rum, oder? Wenn man das aus Getreide macht, dann wird es Wodka sein. Oder? Wodka ist Kartoffeln, oder? Ach, was weiß ich. Alkohol. So, Rate 179. Da ballern wir noch 2 drauf. Gut, also Hafen, da kommen dann die Espressobohnen hin, wird hier rausgeworfen, LKW darüber, wieder zurück zum Hafen. Also wir brauchen hier auf jeden Fall 2 Terminals. So, groß. Sieht wieder ein bisschen komisch aus, oder? Mittlerweile weiß ich, wie Hafen auszusehen haben. Das ist alles falsch, was wir hier machen. Die müssten eigentlich, also die müssten lang sein eigentlich. Gut, dann machen wir das lang. Wir machen das so und ich baue das dann von Hand eben aus. Die müssen sich lang an der Küste entlang strecken. So, kommen Sie mal her. Genau, so. Anlegestelle. Außerhalb befahrbar. Also ernsthaft? Gut, dann machen wir noch ein bisschen Landschaftsanpassung. Dass die Schiffe da auch sicher hinfahren können und sicher auch wieder wegfahren können. So. Okay. Da haben wir ihn. Außerhalb des Gef. Was ist das hier für ein Elend? Warum geht das nicht? Jetzt war es mich aber irre hier. So, jetzt geht's. Ich habe hier noch ein bisschen alles wirklich entfernt hier. Das ist unfassbar. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Nein. So. Keine Ahnung. Also, jetzt ist sie jedenfalls da. Wir hängen das auch, glaube ich, gleich an die Straße. Also, dass wir LKWs rüberfahren, oder? Ja. Aber die hätte ich ungern hier. Was ist das hier überhaupt? Wie sieht das überhaupt aus? Was ist das hier? Bahnübergang? Aha. Ja, ich hätte eigentlich ganz relativ ungern, dass die hier durch die Stadt fahren. Wir machen da einen neuen Weg hin. Hier außen rum. Und dann fährt er da elegant zum Hafen hin. Und hat die Stadt noch ein bisschen Platz, um sich weiterzuentwickeln. Okay, die Straße entfernen wir jetzt im Wesentlichen. So, hier werden wir neue Bäume hinpflanzen. Dann bauen wir hier mal eine schöne Bundesstraße hin. Schön weiträumig. Was haben wir hier? Oh, was haben wir hier überhaupt für eine Landschaft? Irgendwelche Berge. Da machen wir, glaube ich, gleich hier einen Bahnübergang hin. Ein Überwerfungsbauwerk. Dass da keine Bahn, also keine Kreuzung direkt entsteht. Dann gehst du aber hoch. So.
Da wollen wir keinen Ärger haben. Da kommt schon wieder jemand. Wer ist es? Ich vergesse, wie er heißt. Wie kann das sein? Ich kann meine eigenen Züge nicht mehr. Wer ist denn das? Die Anna. Die Anna. Macht auch schöne Gewinne. 6,5 Millionen. Höchst erfreulich. Die Anna, genau. Die fährt von John Vino hierher nach Fastanatasi. So, wie sieht das hier aus? Ja, ganz okay. So. Sehr schön. Okay, also da können dann unsere LKWs fahren und die Bohnen hinbringen und die geröstete Bohnen wieder mit zurückbringen. Und hier, nicht vergessen, aufforsten. So, als wäre nie was gewesen. Sieht super aus. Okay, oh, mit mal halt, was ist das hier? Wie sieht das denn aus? Ja, müssen wir ein bisschen anpassen. Und da fehlt noch eine Plattform. Die mache ich hier hinten dran. So. Gut, da setzen wir jetzt auch keine Fahrzeuge drauf, weil es kommt ja auch noch keine Espresso-Bohne. Die holen wir jetzt hier. Da brauchen wir also noch einen Hafen. Ich habe ganz vergessen übrigens, dass wir hier diese Wasserruinen haben. Müssen wir eigentlich, oder hätten wir eigentlich auch nutzen können. Na gut, das ist sehr schönbauartig dann. Das ist wirklich sehr, sehr winzig alles. Oh. Bodenplatte. Nein, nein, okay, liebe Leute, für sowas bin ich nicht zu haben, glaube ich. Das ist mir zu kleinteilig, das sieht man kaum am Ende. Ihr wisst ja, ich bin kein guter Schönbauer. Okay, dann hier kommt der Hafen. Eine kleine Straße. Dann nehme ich diesen Feldweg da, das passt ja. Gut. Angeschlossen ist es. Sieht ganz okay aus. Das glätten wir noch ein bisschen. So, wunderbar. Biotop haben wir erhalten. Hier können die Frösche weiterhin baden. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, spendieren wir ein Schiff. Wo haben wir die Werft? Hier oben. Oh, das ist aber weit weg. Egal, die Schiffe fahren heutzutage sehr schnell. Das kriegen wir hin. Ich denke, wir versuchen uns mal hier mit diesem Herkules-Schubboot. Das ist nicht das Größte, was wir haben. Aber wir können da zur Not noch größer werden. Ich weiß nicht, die Strecke ist nicht besonders weit. Ich weiß nicht, ob der so viel raushaut. Wir probieren einfach mal den hier und wenn das nichts ist, dann nehmen wir den größeren. Wir nennen das Schiff Göteborg. Das passt überhaupt nicht. Aber ist egal. Die Göteborg ist ein Segelschiff, das ich selber kürzlich besucht habe. Kommt aus Schweden, aus Göteborg. Und ist ein Nachbau von dem Original Göteborg-Schiff, ich glaube aus dem 18. Jahrhundert, das nach China gereist ist, handelsschiffartig wieder zurückgereist ist und kurz vor der Ankunft im Hafen in Göteborg gesunken ist. Und die haben das nachgebaut, 1:1 und mit altem Schiffsbauhandwerk. Also sehr, sehr schön. War in Hamburg und ich war dort und hab das besichtigt, war dort drin und so drauf. Das war richtig cool. Genau, passt nicht ganz, aber ist egal. So, wo haben wir jetzt das Schiff? Steckt im Hafen, in der Werft. So, da sind wir. Passt an die Farbe an hier. Und der Bürgermeister Rodriguez hat gesagt, er hätte gerne immer rote Fahrzeuge. Also, schauen wir mal, ob wir das rot machen können. Wie geht das hier? So. Tatsache. Ja, das geht. In der Markenfarbe der Stadt. Sehr schön, wunderbar. Jetzt müssen wir schnell zusehen, dass die Bohne auch darüber geliefert wird. Das heißt, wir brauchen schnell LKWs. Da nehmen wir die, die alles transportieren können. Nämlich die großen hier. Machen wir 3 Stück. Mal gucken, was es für eine Rate gibt. Von hier nach da. Weg kann nicht gefunden werden. Was soll denn das schon wieder? Da ist doch eine Straße. Der Weg ist doch... Der ist... Achso. Ah. Ach so, der kommt da nicht drauf. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Komm, hier, wir machen da einen kleinen Schleichweg hin, so einen Promilleweg. Sowas hier. So, da sind sie. Okay, wo sind die Bohnen? Hier sind die Bohnen, die ersten Bohnen im Spiel. Im Jahr 2054 gibt es gleich bald den ersten Kaffee. Ja, wahrscheinlich dauert es so 3 Jahre, bis er da ist, aber egal. Wunderbar. Was, du 300? Gib her jetzt, deine beknackten Bohnen, was soll das? Er kann nur 300 und er liefert nur 200. So haben wir es gern, ganz, ganz toll. Begeistert.
Unfassbar. So, was haben wir hier für eine Rate? 223. Das reicht dir für den Fall erstmal mit drei LKWs. Ich bin enttäuscht. Mega enttäuscht. So, die Linie heißt natürlich Kaffeefahrt. Und wir machen es natürlich, wir machen es braun, weil da kommt eine braune Bohne zurück. Sehr gut. Dann hat der Thomas noch eine Idee gehabt. Hier westlich, östlich seiner Stadt hier, gibt es weitere Bohnen. Die gehören offiziell zum Lukasi dazu hier. Aber die konnte man noch zum Hafen hier liefern. Dann wird sie auf dem Rückweg mitgenommen und wir kriegen mal mehr Bohnen raus. Genau, also wir wollen jetzt, dass die Bohnen auch weitergeliefert wird. Also müssen wir ein weiteres Schiff machen, eine weitere Linie. Die geht hier rüber nach Latomasia. Und das machen wir jetzt auch. Dann nehmen wir dann aber ein anderes Schiff. Mir fehlen hier wirklich Containerschiffe. Ich weiß, dass es Schubboote mit Containern gibt. Ich glaube, der Mike hat da eine Mod gemacht. Aber mir fehlen hier echte Containerschiffe, also die großen Containerschiffe. Und nicht nur irgendwelche Schubboote oder sowas. Das sind eigentlich Binnenschiffe hier. Es ist eigentlich alles Binnenschiffe. Und wir sind hier auf dem Meer. Auf dem kleinen Meer. Man Mist. Ja gut, dann nehmen wir halt den Merlin halt. Ja, egal. Das ist die Gorch Fock. Ich muss gerade jetzt überlegen, wie ich das Schiff nennen. Gorch Fock die erste. So. Mal erstmal von hier nach da. Hallo! Falscher Anlegepunkt, was soll das? Unglaublich. Gehen wir da rüber. Dafür haben wir das Ding extra gemacht. Und hier. Hier passt. Ja, wunderbar. Da weiß ich nicht, ob das Ding nicht über den Grund schreddert hier. Da weiß ich nicht. Tiefgang. Wie viel Tiefgang das Ding hat, keine Ahnung. Muss ja vielleicht nur einen kleinen Kanal machen, dass es da auf keinen Fall irgendwie aufsetzt oder sowas. Wir wollen ja schließlich keine Katastrophen haben, dass der ganze Kaffee dann im Wasser herumschwimmt. Das geht natürlich nicht. Gut, das machen wir jetzt gleich. So sieht es hier aus. Es ist minus 5 Meter. Ist vielleicht, also vielleicht ein bisschen knapp, oder? Hier sind wir sogar bei ja, minus 6, minus 4. Das ist ein bisschen knapp. Da müssen wir ein bisschen noch graben, würde ich sagen. So, kommen Sie mal her. Also minus 8 muss schon sein hier. Super, ein bisschen leid hier wegen der Strandpromenade. Aber gut, die Leute freuen sich immer, wenn da die Pötte vorbeifahren, oder? So. Wir können es ja am Rand auch ein bisschen abflachen. Dann ist es nicht ganz so schlimm. So, wunderbar. Ausgezeichnet. Also, dann haben wir dafür gesorgt, dass die Schiffe fahren können. Dass die Bohne bis nach Latomasia kommt. Dann liegt die in Latomasia am Hafen und geht dann per LKW. Mit, ist der Stau? Nee, zum Glück nicht. Hätte aber sein können. Das können wir vielleicht ein bisschen verbreitern hier, die Straße, oder? Dass es da nicht so einen Stress gibt. So. Nein, keine Ampeln. Genau, also dann kommen die mit per LKW hier rüber zum Bahnhof. Und dann bleiben sie dort liegen. Beziehungsweise passiert gar nichts, weil wir da keinen Zug haben, der das wegbringt. Was? Was? Moment mal, was ist denn da los? Wieso? Du meine Güte, das läuft über. Ach so, ja gut, der Bahnhof hat noch bisher noch keinerlei Gütergebäude. Da bauen wir gerade mal ein paar drauf, würde ich sagen. So, also jetzt läuft da erstmal nichts mehr über. Wir haben erstmal genügend Platz. Genau, und hier kommt ein Zug. Der Matteo, der holt hier das Holz ab. Junge, was ist mit dir los? Zwei Matteos haben wir. Rate 598, also quasi 600. Das ist doch eigentlich ganz passend, oder? Ist eigentlich passend. Eigentlich ist es passend, aber ich habe das Gefühl, die haben einen schlechten Takt, die beiden Matteos. Das wollen wir uns mal eben angucken. Matteo 1 fährt gerade los. Das ist eigentlich ein perfekter Takt. Also macht auch ganz gut Gewinne. Also eigentlich ist der Takt perfekt. Ist ja interessant. Die Rate passt auch. Der Takt ist perfekt, aber irgendwie hat der Kollege nichts zu transportieren. Ja, das ist merkwürdig. Der ist jetzt so halb beladen. Hängen wir hier fest oder was? Könnt ihr das vielleicht mal transportieren? Ja, das sind doch. Das sind ja viel zu viele.
566. Hä? Hä? Das passt ja ganz gar nicht. Also der ballert aus 600 raus. Eigentlich ist die Rate hier sogar ein bisschen zu gering für das, für die Menge, die der rausballert. Komisch, oder? Und trotzdem stehen sie da und haben nichts zu transportieren. Moment mal, habe ich da was falsch eingestellt? Habe ich da vielleicht eingestellt, die sollen so lange warten? Hier habe ich nicht eingestellt. Was ist da los? Lade, wenn vorhanden. Ja, mach! Also er fährt voll irgendwie. Und der jetzt nicht... Oder? Was warten die denn so lange da? Oder braucht es einfach nur so lange? Der steht nur einfach Ewigkeiten da und lädt die ganze Zeit auf. Also wirklich Ewigkeiten. Sehr merkwürdig. Was sind das überhaupt für Fahrzeuge hier? Das sind ja... Oh! Das sind eigentlich auch falsche Fahrzeuge. Die können wir ersetzen mal. Das sind ja doch diese alten 40-Tonner hier. Wir wollen diese Yifang-Dinger da haben. Ja, jetzt können wir welche verkaufen. Das mache ich jetzt auch. Jetzt haben wir zu viele. So, Rate 598, also im Prinzip so wie vorher, nur dass es weniger Fahrzeuge sind. Und wir gucken uns jetzt die Kollegen mal an. So sehen die aus, so muss das aussehen. Schick, sehr gut. Oh, was sind das denn für alte, hässliche Busse? Das ist die alte Fernbuslinie, die macht gerade so ein paar Gewinne. 95 Jahre alt. Katastrophe. Da könnten wir eigentlich auch mal austauschen und ein paar rausnehmen, denke ich. Wenn wir schon da sind. Nehmen wir dieses Streetcar oder Flixbus vielleicht. Wir nehmen... Warte mal, was ist das? Das Zeug, was da fährt, ist so alt. Die gibt es schon gar nicht mehr. Was ist der hier? Nee. Der ist das. Ja, wir nehmen hier so einen. Wir nehmen den Volvo hier, oder? 100 km/h, komm. Ja. Sehr gut. Wir verkaufen mal einen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was wir da für eine Rate haben. Wir verkaufen mal einen und gut ist. So. Achso, Mist. Genau, wir sind ja eigentlich dabei, die Kaffeebohne zu regulieren. Was ist hier los? Der ist ja gar nicht, der ist ja bloß bis hier gefahren. Was bist du für ein Trottel? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wir stellen auf die gleiche Strecke einen neuen Zug. Der kriegt eine neue Linie. Und der fährt dann hier mit der Bohne weiter. Jetzt weiß ich gar nicht, was für Züge das transportieren können. Halt, zeig mal her. Matteo, oder wer ist es hier? Matteo, wie schnell fährst du denn? Matteo fährt 150 km/h. 150? Warte mal, was hat denn der für Waggons hier? Das sind schon die 160 km/h Waggons. Wir gucken mal, was wir da noch an Alternativen hätten an Loks. Also, wir bräuchten den gedeckten Güterwagen. Das ist vielleicht ganz cool, weil der auf dem Rückweg dann auch jede Menge fertige Produkte transportieren kann, direkt nach La Tomasia. Da müssen wir uns danach die Schiffslinie mal anschauen, die wir dann eventuell nicht mehr so sehr brauchen, weil da viel per Zug geliefert wird. Riesiges Chaos. Da müssen wir die Logistik ein bisschen überdenken. Also, gedeckte Güterwägen, mal erstmal 100 Kapazität, das können wir später erweitern. Und jetzt schauen wir nach einer passenden Lok dafür. Das wäre doch die hier ganz cool, oder? 160 km/h. Ja, wir nehmen mal die hier. Vorne dran fährt dann 160 km/h. Ich denke mal, mit 100 Kapazität wird der nicht allzu lange auskommen. Wir hängen gleich noch ein paar mehr dran. So, machen wir das mal so. Das ist doch ganz klar eine Ludovica, oder? Ludovica, die erste. Fährt von hier, von unserem großen Umschlagbahnhof Torianezzo nach La Tomasia. Genau, wunderbar. Okay, da haben wir die Strecke. Wir gucken uns den Zug jetzt auch gerade mal an, wenn der hier rausfährt. Wo ist er? Steht doch da. Aha. Thilo steht da drauf. Schöne Lok, oder? Fällt mir gut. Ist irgendwie recht kurz, kann das sein? Oder kommt mir auch nur so vor? Na gut. Auf jeden Fall, die schafft 140, 160 km/h und das ist schön. Und jetzt schauen wir uns auch
die andere Lok auf der Strecke an, die soll natürlich mithalten können. Die fährt ja bloß 150, das wollen wir natürlich nicht haben. Das ist diese Holzgeschichte hier, Matteo, genau, der ist das. Da gucken wir uns das mal an hier. Also der hat schon, der hat ja schon die richtigen Wägen, Waggons hinten dran. Und jetzt fehlt noch eine Lok. Dann nehmen wir einfach die gleiche, die soll nur ein bisschen anders aussehen. Wer ist mit Lila hier? Sieht aus wie der Milka-Zug. Nee, das ist ein bisschen krass. Wir nehmen ja diesen hier. Der sieht ganz schick aus, finde ich. So, wunderbar. Matteo, komm mal her, mein alter Freund. Ah, sehr schön. Freccia Bianca. Ah, den kenne ich, glaube ich, schon. Den habt ihr schon mal, oder? Freccia Bianca. Sehr gut. Okay, der hatte sogar eigentlich eine zu hohe Rate. Da müsste man eigentlich, glaube ich, jeweils einen Waggon wegmachen. Oder so. Stau! Was ist da los? Stau! Stau! Bist da hinten da, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Also, wir haben dafür gesorgt, dass die Kaffeebohnen bis nach Toria nicht zu kommen. Von da aus findet die irgendwelche Wege, weiß ich auch nicht, per LKW, per Zug, was auch immer. Die findet ihre Wege. Das müssen wir uns später mal anschauen. Aber hier ist Stau. Und jede Menge LKWs von mir. Warum ist das so? Es gibt, glaube ich, keinen Grund. Es läuft ja eigentlich hier. Es gibt keine Kreuzung, die irgendwie ein Problem macht. Es ist einfach nur. Es ist einfach nur zu viel Verkehr hier insgesamt. Ja, fahrt ihr jetzt oder nicht? Können sie nicht. War so eine Katastrophe? Ja, das ist eine riesige Katastrophe hier. Wir können uns hier nicht leisten, dass hier Stau ist. Wir müssen gucken, dass das Zeug hier rüberkommt. Das ist unglaublich. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gefühl dabei, dass wir hier so große Probleme haben, das Zeug hier wegzubekommen. Mit einer riesigen Rate. Und ich habe immer mehr LKWs draufgestellt, weil das zu lange dauert sonst. Und jetzt haben wir das Problem hier. Die nutzt wieder nur die innere Spur hier. Was ist das für eine? Warum fahrt ihr da? Warum? Oh. Ich glaube, es wäre uns hier schon viel geholfen, wenn wir nicht so viele Fahrzeuge über diesen Kreisel schicken würden. Ich habe schon lange überlegt, ob wir nicht hier irgendwie eine Brücke rüberbauen können. Dann könnten wir Fahrzeuge hier rüber schicken. Das ist ja nicht nur, das ist nicht nur diese rote Linie, ist auch diese grüne Linie, das ist ein Bus. Der fährt auch über diesen Kreisel und wir dürfen da nicht so viele Fahrzeuge drüber schicken, wenn wir hier nicht Probleme bekommen wollen. Aber hier bietet sich leider keine Brücke an. Dann müsste ich hier abreißen und ich will nicht diese schönen Hochhäuser abreißen. Ja, ich weiß nicht, warum hier die meisten nur die innere Spur nutzen wollen. Also hier stehen die alle und wollen hier auf diese innere Spur. Die allermeisten wollen das anscheinend. Keine Ahnung, warum das so ist. Kann man hier sehen, vielleicht, wo die hinfahren wollen. Also die meisten wollen anscheinend hier nach darüber. Also es sind im Prinzip Linksabbieger. Ich hasse alle Linksabbieger. Das ist zu fassen. Also eigentlich haben wir hier kein großes Problem. Es ist einfach nur, es dauert einfach zu lang. Ich überlege, ob wir vielleicht die Kreise ein bisschen größer machen sollen. Dass die mehr Platz haben zum Abbiegen. Und ihre Spuren wechseln und so. Also das könnten wir jetzt mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das was bringt am Ende. Ja, also der Stau muss, er wird immer länger. Das geht so nicht. Wenn ich hier drauf schaue, dann sehe ich auch, dass ich hier sechsspurig bin. Nein, fünfspurig. Und hier ebenfalls. Und in der Mitte sind wir vierspurig. Also da fehlt im Prinzip die Spur. Da könnten wir vielleicht was machen. Und das verbreitern. Da müssen sie nicht irgendwelche Spuren wechseln oder so. Völlig unnötigerweise. Ja, da können wir mal gucken, ob das was wird. Na gut, okay, vielleicht hilft das was. Wenn nicht, dann würde ich hier vielleicht einen größeren Kreisel einsetzen. Ja. Das würde bedeuten, dass dieses Straßenstückchen hier ein bisschen kürzer wird. Und wir müssten hier ein bisschen abreißen und das insgesamt ein bisschen größer machen. Und dann mal gucken, ob es funktioniert. Also eigentlich ist dieser Kreisel wirklich nicht problematisch, wenn ich hier so drauf schaue. Es gibt hier gar nicht so viele, die hier rumkreuzen irgendwie. Es ist nur einfach... Ja gut, diese Stelle ist vielleicht ein bisschen blöd hier. Es ist einfach nur, die müssen abbiegen und sich hier sortieren. Das ist, glaube ich, das Problem. Okay, dieser Bus hier macht gerade ein paar Probleme. Aber es fahren hier nicht so wahnsinnig viele Busse drüber. Also, der ist nicht das Hauptproblem, denke ich.
Gut, liebe Leute, wir schauen nochmal nach der Kaffeebohne. Die kommt jetzt hier dann irgendwann an. Und wie gesagt, sie kann dann per LKW oder per Zug wegfahren. Das wäre diese Linie hier. Da sind ein paar geschlossene Güterwagen drauf. Da müssen wir dann mal schauen, wie die Bohne geliefert wird. Also ob die eher über die Straße geht oder hier über den Zug. Also mal gucken, was die KI entscheidet. Ich würde sagen, wir gucken dann später nochmal, ob wir das auch so weitermachen wollen. Ja. Müssen wir mal schauen dann. Warte mal, was? Die Kaffeebohne wird am Hafen gelagert. Warte mal. Aha. Die Kaffeebohne geht, was weiß ich, wo geht die denn hin? Abnehmer. San Mariano Kaffee. Was? Warte mal, was? Das ist ganz woanders. Das ist ganz die andere Seite der Karte. Die KI hat einen Weg gefunden. Das ist ja schön. Also die Kaffeebohne geht dann anscheinend nach La Tomasia. Dann denke ich per Schiff hier hoch, dann denke ich per Schiff hier runter, dann denke ich per Zug. Kann eigentlich gar nicht sein, oder? Gibt's doch gar keinen Zug, der, oder? Ja, wir haben hier einen Kesselwagenzug. Hülsern? Ich habe keine Ahnung, wie das da runterkommen soll. Doch! Doch, natürlich, klar. Ach, je. Das ist völlig bescheuert. Irgendwie über diese Güter zum See-Linie hier. Güter für See. Also irgendwie kommt die Kaffeebohne hier an. Hier soll ja eigentlich die geröstete Kaffeebohne ankommen. So war es ja eigentlich gedacht. Aber hier kommt anscheinend die Kaffeebohne selber an. Die geht dann über diese Linie hier runter zum See. Von dort aus wird es dann verteilt hier rüber. Schön, aber ein bisschen umständlich. Danke, lass wir das mal. Das wollen wir nicht. Wir stellen ein, dass der keine beknackte Kaffeebohne mitnehmen kann. Ungeröstet, das geht auf keinen Fall. Nein, nein. Keine Kaffeebohne mitnehmen. So, nur die gerösteten bitte. So, dann sehen wir hier, dass hier viel zu wenig LKWs anscheinend sind. Höchst interessant. Beziehungsweise die Plattform hier ist einfach zu klein. Die machen wir jetzt ein bisschen größer. Da ist nicht genug Platz zum Lagern. So, dann bauen wir noch ein paar Gebäude dran. Dass da nichts verloren geht. Ja, okay. Also die Raten, die reichen eigentlich aus. Mit 223. Hat der jetzt 300 oder was? Ja, der ist bei 300. Okay, das ist schön. Dann machen wir da noch zwei Fahrzeuge drauf und dann müsste das aber reichen. 371, sogar fast ein bisschen viel. Wir verkaufen wieder einen. Da wird es wahrscheinlich zu wenig sein. Ja, passt ziemlich genau. Okay, wunderbar. Dann nimmt das hier also Fahrt auf mit der Kaffeebohne. Die landet dann in der Lebensmittelfabrik. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Landet dann hier. Ja, da ist dringend erforderlich, dass da mehr reinkommt. Ich weiß auch nicht, warum hier irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Warum kommt da kein Fleisch? Achso, Fleisch kommt nicht an wegen einem Miststau hier. Ja, die Fahrzeuge stecken wahrscheinlich im Stau. Rinder liegen hier. Und warten auf Abholung. Aber der Stau wird, glaube ich, besser. Also, die haben sich jetzt hier ein bisschen aufgeteilt. Es stehen halt jede Menge LKWs im Stau. Und das ist wirklich mal so gar nicht schön. Ja, ich schätze, hier müssen wir dringend was machen. Also, das ist einfach Mist. Also, Kreis ist schön und gut, aber der ist überlastet. Wir können ihn vergrößern. Ansonsten müssen wir den LKWs eine Abkürzung liefern. Weil wir brauchen die. Hier, guck jetzt mal an, wie viele das sind. Wir brauchen die dringend. Wir brauchen die Waren, die geliefert haben. Oder die drin haben. Sonst bricht hier so einiges zusammen. Ja, liebe Leute. Ich sag mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und habt eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.